Was für eine Zeit? The Hut's left side gauge is your velocity. The square indicates current max flight speed, which can be adjusted with mouse wheel. Okay, ich kann hier alles anwählen. Da, standby. Power. Shields offline. Shields online. Ich kann hier alles machen, was ich will. Geil. Ich soll nach da oben fliegen. Follow checkpoints out of New Babbage. Also okay, links ist unsere Velocity und das Square, welches Square auch immer. Der Hut's. Ja, aber das ist ja, nee, das ist ja das da oben, das Hut. Ist ja komm vor mal. Uns. Komm mal. Oha, krass. Heat. Power. Ah, das ist dasselbe wie drüben, guck mal. Du kannst es sogar einstellen, was du da sehen willst. Ach. Weil da ist ja das anderes. Ich brech hier weg. Oh mein Gott, wie krank ist das denn, Alter? Mein Ziel ist weg. Boah, wie hoch? Boah, was? Mausrad bedienen und linken Balken in Hut beobachten. Oh oh. Ah, das ist mein die mit dem Square, okay. Activate Cruise Control and maintain current speed with left, alt und C. Oh fuck, ja, weil jetzt geht's ein bisschen schneller. Cruise Control, left, alt und C. Brake with X. Jetzt macht es selber. Ja. Jetzt bleibt er bei der Geschwindigkeit. Jetzt maintaint er nämlich den Speed, okay. Aber guck mal, unser Boost ist jetzt leer. Engage your Afterburners. Oh. Meinst du die, die schon die ganze Zeit leer machen? Hold left shift, ja. Ist das krass, Alter. Digga, die Wolken. Oh mein Gott. Mach mal langsam, Bruder. Brake with X. Bleib mal stehen oder so. Jetzt nach unten gucken, in die Stadt. Oh, geil, ey. Das ist krass, ey, ist das wild. Okay, engage mal die Afterburners. Ja, der lädt gerade wieder auf. Zwölf Kilometer? Geil. Guck mal, unsere Höhe. Rechts. Oha, 14.000 Meter. Ah, wenn man den roten Geschwindigkeitsbereich überfliegt. Ah, okay, okay, dann ist das schon zu... Ah, okay, alles klar. Ja, weil es dann halt mehr geradeaus fliegt als alle alles andere, ne? Klar, ja, logisch. Boah, guck mal. Die Sonne. Es wird bald Tag. Ja, die Sonne geht auf. Hm. Der will die Afterburners nicht loswerden. Da rechts. Na, wir müssen wahrscheinlich erst da sein. Ja. Digga, das ist einfach eine Station! Use Quantum. 120 Kilometer! Use Quantum Travel to reach Port Tressler. To travel great distances, enter Quantum Travel Mode by pressing B. Hold to engage. Next align with your destination when your drive when your power is fully spooled. Ah, guck. Und jetzt lädt er auf und dann gib ihm Kante. Ach du Scheiße, oh mein oh Gott. Oh mein Gott, ich wir fliegen jetzt gleich richtig schnell. A calibration is ready. Und? Spooling complete. Wow! Ich mag nicht mehr. Der ist gerade 100 Kilometer geflogen. So. Ja. Alter, was zum Teufel. Too close. After exit. Ah, warte mal. Ja. Ja, ja gut, wir sind exiting. To use the radar ping that briefly highlights nearly objects, vessels or terrain, hold then release 5. Ach, halten und dann releasen, okay. Was ich jetzt gern wissen würde, kann ich aus meinem Sitz raus? Ne, ich weiß es nicht. Vorher stand da irgendwas von Exit, aber wo ich gelandet war. Ja. Digga! Oh, ist das unser Planet? Ja, das ist die Stadt, da! Das ist die ganze Stadt. Guck dir mit den Planeten an. Ach du Scheiße, das ist guck mal, riesig. Oh mein Gott. Oh, die Sonne. Die Wolken. Geil. Oh. 120 Kilometer sind wir jetzt überhalb der... Z kurz halten, dann steigst du aus. Und jetzt steigen wir aus dem ganzen Ding aus. Nee. Digga, ich kann einfach raus hier. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Guck mal. Oha, geil.
Das ist das, was ich mir von Space, von Starfield gewünscht habe. Ja, exakt. Drück mal F4. Oh Gott, was passiert? Drück mal F4. Ach! Oh. Ich hab so Schiss. Und jetzt drück mal Alt F4. Guck mal. Warte mal, geht das, wenn ich fahr? Flieg? Die Kamera ändern. Kann ich in die Außenansicht? Das wäre. Nee. Hör auf. Oh mein Gott. Ich blick hier nicht mehr durch. Wie geil ist ich das? Ich glaube, wir werden noch einige Stunden denken. Oh ja. Digga. Vorsicht beim Fliegen in der Außenansicht. Ja, Chef. Wieso? Ist das gefährlich, wenn man nicht weiß, wo man hinfliegt? Okay, also. Nee, jetzt Tausende. Okay. Tausende Stunden. Tausende Stunden. Ja, das glaube ich nicht. Wir werden sehen. Aber ich sag mal so 20, 30, 40 Folgen kriegen wir voll, ja, auf jeden Fall. Also stimmt. Wir sind jetzt gerade in Folge 2. Das hat uns ja richtig gepackt. Okay, also. Okay, mach mal diesen Radar-Ping mit V. Digga, was ist das denn alles? Satelliten? Die kleinen Punkte? Kann sein, weiß nicht. This is especially useful in darkness or low visibility. Okay. Kann man das auch außerhalb vom Schiff machen? Also. Ah ne, das ist Shipflight, okay. Ist es nicht. Ja. Ist das krass, Alter. Das ist schon richtig strong. Ihr könnt euch übrigens in Instant drücken oder halten, umsehen, okay. Ah, okay, also im Schiff halt, ja. Mit dem F, nur dass ich dann halt auch... Ja, ja, ja. So. Aber auch in der Außenansicht, okay, krass. Dass das immer noch 12 Kilometer sind, dann wo es so aussieht, als wäre es direkt vor allem. Ja. Voll krass. Keine ganzen Punkte da. 15 Kilometer. Gehört safe. Vor allem, wo geht's denn da jetzt drin? Das ist jetzt schon mal so ein Ding. Keine Ahnung, einmal ein bisschen drumherum fliegen, wir werden sehen. Bisschen drumherum fliegen, das Ding hat wahrscheinlich einen Durchmesser von 2 Kilometer. Naja, guck's dir mal an. Digga, wie riesig ist diese Station? Wir sind ja gleich da. Ja, eben. Das meine ich ja. Das ist 8 Kilometer weg, aber es ist ja vor uns. Achso, ich kann ja noch schneller fliegen, ich Otto. Mein Gott, oh Gott, anhalten. Wo geht's denn hier rein? Hilfe. Oh nein. Was, oh nein? Oh nein. Oh nein. Was? Contact the station to request permission to land by using either the comms menu in your ship or left alt N. Ach komm, warte, ich könnte die jetzt hier. Ah, komm, da steht's. Communication. Comms. Und dann hätte ich die da. Ja. Vorsicht, Icarus, flieg nicht zu nah an die Sonne. Ja, die ist ja gerade weit weg. Was? Flieg nicht so nah an die Sonne? Wahrscheinlich verbrennt man dann. Wo ist denn die? Weg. Ganz weit weg. Die müsste da sein. Die ist da hinten. Irgendwo. Also jetzt noch nicht, ne? Wir fliegen da jetzt noch was nicht. Was aber hin. Bedeutet, dass man da hin kann. Ja. Das geht bei No Man's Sky nicht. Nicht? Da kannst du nicht zu der Sonne im System fliegen. Okay, krass. Digga, wie es aussieht. Nice, ey. Also so stelle ich mir Red Dead Redemption Weltall vor, wenn ich die Wolken sehe. Exakt, Alter. The mark on your HUD indicates your assigned landing bay to decrease your maximum velocity as you go near. Da fliegt ein Spieler. Mauswiel. Oha, geil. Digga, ich weiß gerade nicht, wo oben und unten ist. Da rechts auf jeden Fall unser Landing Bay. Also, hä? Was zum. Ist egal. Egal ist es nicht, sobald wir da drin sind. Deutsch crasht nicht in die Station. Wieso? Was passiert dann? Na, weil dann ist unser Raumschiff wahrscheinlich etwas beschädigt. Ja, das ist ein Tutorial, Alter. So. Ja, und dann starte bitte neu. So, langsam fliegen, langsam, langsam. Müssen da rein. Oh! Warning Collision Alert. Etwas. Etwas kaputt, ja. Nicht so schnell, bitte. Warning, Collision Alert, jetzt ganz langsam runter. Landing Gear raus. Landing Gear deployed. To land, descend using left control. When near the landing pad, you can auto land by holding N. Ja, warte mal, aber. Ach so, warte mal. I see gerade something. Ah, wir sind auf dem Kork. Einfach auf der anderen Decke gelandet gerade. Wir sind so voll die Spezialisten, Alter. Einfach an der Decke gelandet. Ich
mehr vor, wir wären ausgestiegen. Holt Y, also Z in dem Fall. Ja, to exit the pilot seat, aber vorher. Machen wir natürlich das Schiff aus. Machen wir natürlich das Schiff aus. Engine off. Hau auf. Wie geil ist das bitte? Ist das krass, dass man es einfach ausschalten kann? Oh mein Gott! Jetzt gehen wir hier hin. Klappe auf! Raus! Klappe und zu! Wir, oh! Und wir stehen auch genauso, wie ich mich hingestellt habe. Geil! Klappe zu! Boah, ist das geil! Ist das geil! 10 for 10 Parking Job. Alter, nice, ey. Ja, ich stehe in der Landezone, ne? Ja, Hangar 1. Hangar 1. Und jetzt sind wir 120 Kilometer über dem Planeten. Ja. Und sind jetzt hier. Ey, ich flieg's nicht. Enter the Elevator. Kann eben so mal da gelandet. Stell dir vor, du arbeitest hier. Vor allem kommt da einer rein, so Kopf über und fliegt an die Decke, Digga. Dann so, hä, was macht und der denn so, da? Ja, was ist denn mit Warum dem, Alter? Landet der an der Decke? Stell dir vor, dann geht die Luke auf und er so, oh. Geil. Okay. Okay, Control Panel to change floors. Alles klar. Wir müssen start the tour ship at Port Wrestler. Also ich komme da nicht drauf klar. Das ist schon wie geil. Wir hier einfach. Vor allem rein. Es war einfach bisher noch kein Ladebildschirm. Doch, wo wir gestartet haben. Das ist schon schlecht. Echt? War da ein Ladebildschirm? Wann? Wo? Na, beim Hochfahren vom Spiel. Ach, ja ist schon klar, schlecht. Ja, das ist wie schon. Hier auch die Elevator anders sind als so. Auf dem Planeten. Ja, ist eine Station. So, müssen wir hin? Docking Port, Hangar 1. Was? Started. Achso, wir müssen das Storn. Müssen wir hier gar nicht hin? Alles nachgeladen. Ah, okay, du storst dann so ein Ding. Ah, okay, okay. Ja, wir müssen es hier jetzt einstoren. Store. Moving to storage. Und jetzt kann ich es retrieven. Boah, geil. Und jetzt sind wir hier. Hot Dogs! Mm. Yes! Essen! Hallo! Hey, du hast doch meine Haare. Hi. Ja. Let me know if there's anything I can help you with. Ich brech hier ab! Wie, was krieg bei? Die sind ja anders belegt sogar! Ich kann die auch noch einzeln auswählen. Da. Oh mein Gott! Oder exakt den. Das ist ein Cruiser-Dog. Hotdog top with well spiced ground chili. Processing. Purchased. Kann man den jetzt, kann man den essen? Carrie. Sag jetzt nicht. Oder? Sag jetzt nicht, man muss den. Ich muss den Helm aus. Man muss den Helm abnehmen zum Essen, das werde ich nämlich gerade sagen. Das war ja zu wild. Digga, so. Ich brech hier komplett Wie ab. Wie geil ist das denn bitte? Was ist denn mit dem Spiel los? Ich habe gedacht, das wäre so Starfield No Man's Sky. Das ist einfach ein Lebenssimulator. Das ist ja komplett wild. Wie krass ist das denn? Alter. Wie unnötig ist dieses Spiel? Wieso haben wir das nicht vorher entdeckt? Pips Energy T17. Ich kenne das ja schon ewig. Aber warum haben wir das? Aber das ist halt genau das Phänomen, wenn irgendwas nicht auf Steam kommt oder so. Spielt man das nicht? Dann geht das so unter. Krass. RP Entschuldigen Sie, die lag hier. Hi. Good to have you back. Danke. Du hast ja meine Haare. RP Next Level. Ist so. Ja, nee, also ich spiele jetzt einfach mal meinen Mexicano, okay? Also pass auf, du Schlampe. Schau ich hier übrigens, da kann ich nichts dafür. Schau, du dumme Tucke. Was machen wir denn jetzt hier? Wir stehen jetzt auf der Station. Jetzt können wir mal die Größenordnung erfahren. Ja. Groß. Sehr das groß. Sind wirklich 2 Kilometer Durchmesser, wenn es überhaupt reicht. Das kann gut sein. Press Weil was? Der Hangar war gerade 1 Kilometer weg, als du mir im Aufzug hoch bist. 1,5 oder so. Glückwunsch, Tür beenden? Oh oh. War's das? Mehr als 2 Kilometer, alles klar. Hilfe, ich weiß doch nicht, was ich tun soll jetzt. Was machen wir jetzt? Vor allem haben wir jetzt die letzte Alpha, das ist unser Schiff. Oh mein Gott. Ich hab sogar Geld gekriegt. Ich requeste die letzte Info ist im Journal, also ab ins Journal. Wie holst du dein mein Pip-Boy? Dein Midi-Glas oder wie hieß das? Mobi-Glas? Nicht sagen. Hä?
Tutorial vorbei, alles vergessen. Hey, wie geht denn das? Hilfe! Ich hab's komplett vergessen, Digga. Es ist schon viel Input. Ja. War das im Interact-Mode, im Pit-Menü? Nein. Leute! Hilfe! Wie war das? Oh mein Gott, da unten sogar die Temperatur. F1? Hä? Hab ich gar nicht im Kopf, dass das F1 ist. Überhaupt nicht. Also das haben wir aber auch nur einmal gemacht, glaube ich, ne? Wir haben 32.000, Da haben wir 12k gekriegt, ha? Ja, genau. Journal. So, und jetzt? Congratulations, you've completed the Star Citizen Tutorial and are ready to explore the universe. Bin überhaupt nicht ready, Alter! Okay, now it's up to you to decide what your life in space will be like. The contract manager on your mobile glass contains many different opportunities for you to pursue from simple delivery missions to dangerous criminal jobs. Work hard and you das can ist zum build Thema, man kann auch in Knast kommen. Yeah, work hard and you can build your reputation with different organizations to gain access to more rewarding contracts. Whether you choose to live a life of crime or hunt down bounties and enforce the law, it is up to you. Krass. Gut, dann würde ich mal sagen, Leute, ab der nächsten Folge geht's richtig los. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Und tschüssi. Tschüss.